herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und heute ist es mal wieder soweit, eine Trailer-Reaction und ich mache ja eigentlich selten Trailer-Reaction, aber wenn was Geiles kommt, dann auf jeden Fall. Und was ist jetzt Geiles gekommen? Der erste Godzilla-Trailer. Jetzt nicht dieser Teaser-Trailer, wo man schon gesehen hat, sondern der richtige Trailer. Und ich habe den jetzt hier auf dem Tablet und werde den jetzt abspielen. Wir gehen jetzt bloß mal kurz hier rüber. Und schauen uns den Trailer an. Wir machen mal hier bloß noch laut. Ich bin echt gespannt, wenn man die Lautstärke einsetzt. Okay. Puh, ich bin richtig heftig gespannt. Also, legen wir los. Ja, ja, ist ja okay. Los geht's. Unsere Welt verändert sich. Das Massenaussterben, das wir befürchtet haben, hat bereits begonnen. Und wir sind die Ursache. Wir sind die Infektion. Okay. Aber wie alle lebenden Organismen kämpft die Erde mit Fieber gegen diese Infektion. Mit ihren ursprünglichen und rechtmäßigen Herrschern, den Titanen. Der Doktor. Oh. Seit tausenden von Jahren haben sich diese Kreaturen auf der ganzen Welt versteckt. Und wenn nicht alle Titanen gefunden werden, wird unser Planet zugrunde gehen und wir mit ihm. Sie sind die einzige Garantie dafür, dass das Leben fortbesteht. Ist das Mothra? Oh, da ist er. Oh, da ist er. Da ist er. Das gleiche Design noch, Gott sei Dank. Mothra auf jeden Fall. Sieht auch nicht schlecht aus. Das ist Rodan, oder? Tut mir leid, aber das ist der einzige Ausweg. Riesig. Das sah nach den Strahlen von Ghidorah aus eigentlich, gerade eben. Du bist ein Monster. Tut mir leid. Rodan, Alter! Ghidorah! Lebe der König. Ja. Ja, also für den ersten Trailer hat mir richtig gut gefallen. Ich bin echt mehr gespannt. Boah, leck mir mal Arsch, ey. Mothra sieht okay aus, was man gesehen hat. Rodan hat man ja schon was vorher gesehen im Internet. Und Ghidorah. Ich bin mega gespannt. Ich bin mega gespannt. Der Trailer sieht richtig cool aus. Und Godzilla, das Design wurde ein bisschen anders gemacht, ganz leicht zum Glück nur, aber er ist immer noch der gleiche. Ich hatte echt Angst, dass sie den komplett umändern, damit er dann irgendwie ganz anders aussieht, aber ist ja eine Fortsetzung und Gott sei Dank sieht er noch gleich aus. Und Ghidorah hat man ja nur so ganz leicht jetzt gesehen und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Trailer hat mir richtig gut gefallen und werde ihn mir wahrscheinlich noch ein paar Mal anschauen und ja, das war meine Trailer-Reaction, war jetzt nicht so extrem, oder? Ne, und ich bin mega gespannt. Ich bin mega gespannt und ja, das war's. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.